Du, Caroline, was hast du letzten Sonntag gemacht? He? Ich war im Zoo. Ah ja, ist dir ist zu und her gegangen? Ja, das glaube ich im Zoo. He? Ja, hat schon Schlangen vor der Kasse gehabt. Was gibt eine Mischung zwischen Ross und Esel? Ein Maultier. Und was gibt eine Mischung zwischen einer Kuh und einer Sau? Hacktätschli. Und dann habe ich noch eine Mucke verschlagen. Also richtig gepatcht, hä? Ja. Du glaubst es nicht, ich habe sie gar keine Sachsen am Lehrer für den Biologieunterricht. Deine Cousine hat mir angerufen. Ihre Esel sei gestorben. Hat sie? Ja, also bissen. Gut, das interessiert doch mich nicht. Wo sie hat mir mal gesagt, bei einem Todesfall müssen wir immer die nächsten Verwandten benachrichtigen. Unser Hund hat eine super Nase, Caroline. Der schmeckt mich schon von 500 Metern her. Jura! Ja. Ja, dann solltest du aber wieder mal duschen, du da. Aber ich habe eben auch einen Hund, den habe ich so einer Tierhandlung. Dann hat es doch äußere gesagt, der ist stubberein. Ah ja. Ist denn auch da nicht so gewesen? Nicht. Ist eine Österreicherin gsi, die hat gesagt, er macht in die Stuben rein. Und etwas kann ich nicht verstehen, Caroline. Du hast unseren Nachbar eingeladen, obwohl ich jetzt gerade einen neuen Hund habe. Du weißt ja gar nicht, ob der beißt. Eder, das sollte ich ausprobieren. Hast du eine Kappe? Katastrophe gsi, wie du gluchert hast heute. Und überhaupt das Wort Schissdreck mag ich sowieso nicht hören. Ja, Entschuldigung. Dann will ich mich bessern. Na gut, dann bin ich froh. Dann gang ich mit dem Hund spazieren und schau, dass ich nicht auf dem hässlichen Wort ausrutsche, gell? Und vor 3 Wochen bin ich mit dem Hund zum Uhrmacher gegangen. Wieso? Du darfst immer stehen bleiben. Aber mein Hund ist auch ganz nett. Eh? Das ist ein Kampfhund, gell? Was? Ich habe doch keinen Kampfhund. Ui, er kämpft doch gegen das Übergewicht. Heute in der Nachbarschaft, du, das hat ja gestunken. Ja, ich weiss. Wieso? Eh? So richtig nach Gülen oder Pschütti? Ein Bauer ist der Gülenwagen umgekehrt. Awa. Du glaubst nicht, jetzt haben die Kühe wieder für einen halben Monat vergeben geschissen. Aber weißt du was, Caroline? Ich hätte mal gerne die Eigenschaften von einem Tier. Du? Ja. Zum Beispiel fliegen wie ein Adler. Oder singen wie ein Vogel. Würdest du das nicht auch einmal? Oh, ich würde mal speuzen wie ein Lama. Wieso muss ich dir jede Woche einen neuen Wellensittich kaufen? Das kann ich dir schon sagen. Ich tue jeden Samstag den Wellensittich baden und zum Trocknen kommt er in den Tümbler. Kennst denn du einen Vogel mit einem Bein? Ja, ein halbes Gückeli. Ich habe heute eine Bulle gesehen, so einem Grillstand bei uns an der Hauptstrasse. Ehrlich? Ja. Du, den habe ich auch gesehen und dann habe ich so gerne einen Gückel gesehen. Der hat gesagt, schau mal, alle meine Weiber sind im Solarium. Also die Hühner sind schon die ärmsten Sicher, die es gibt. Die werden schon als Eier in die Pfanne gehauen. Und heute habe ich noch ein Lied gesungen, das heisst Schni, Schna, Schnappi. Dann hat gerade die WC-Ente zugeschnappt. Und warum hast du immer nasse Haare, wenn du ins Bett gehst? He? Ich gebe immer dem Goldfischli auch noch ein Küssli. Aber du hast es gemacht, oder? Ja, ein Aufsatz. Wie hat der geheissen? Unser Hund. Und dann hast du geschrieben, 2 Seiten, oder? Ja. Ich habe angefangen, ich ging mit meinem Hund in den Wald. Hä? Plötzlich sah er nicht mehr da und ich rief Inger, Sido, 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 bis er wieder da war. Scheiße.